So, die nimmst du. So, das heißt, 90 Sekunden. Ich muss jetzt die Fragen, ihr seid ein Team, ihr kämpft gegen mich. Im Boxen ist es einfacher, ne? Einer gegen einer. Aber hier drei gegen eins. Aber kein Problem, ich nehme es mit. So, 90 Sekunden habe ich Zeit. Ab dann, wenn die Zeit losgeht, stellst du mir die Fragen. Okay. Okay. Dann geht die, achso, geht doch los. Wie heißt das größte Volksfest der Welt? Oktoberfest. Gott, scheiße. Welche Gewichtsklasse ist die leichteste im olympischen Boxen bei Frauen? Super Weltergewicht? Was für ein Ding? Super Federgewicht. Naja, nee. Ja, weiter. Okay. Welche Persönlichkeit steht im Fokus zum Anfang 2018 veröffentlichten Buches Fire on Fury? Fire on Fury ist Donald Trump. Ah, okay. Yay, gut. Was befindet sich beim Miniaturwunderland? Das größte Model-Dingsbums? Oh Gott, scheiße. Das war jetzt zu schnell. Nochmal, was? Das Modelleisenbahnlager der Welt. Weiter, keine Ahnung. Oh Gott, ich auch nicht. Hätte ich nicht gewusst, meine ich. Die Modemarke Lacoste stammt aus? Frankreich. Oh, gut. Welche Frucht wurde aus chinesischen Stachelbeeren welche auch die chinesische Stachelbeere genannt? Oh Gott. Weiter? Ja, okay. Was bedeutet das, der medizinische Begriff Amnesie im griechischen Wort stammt nach? Oh Gott, ich bin so schnell. Vergesslichkeit? Vergessen? Also, Vergesslichkeit? Doch, du bist gut. Nee, eigentlich Erinnerung, aber. Mach weiter. Darf ich das sagen? Oh, Scheiße, Entschuldigung, ich darf ja nicht sagen. Ne? Wie heißt der bekannteste Wahrzeichen von Paris? Also das bekannteste Wahrzeichen. Gut, wunderbar. Wann wurde der Berliner. Oh Gott, die Berliner Mauer niedergerissen? Ich bin 89. Wie heißt die kleinste Hunderasse? Chihuahua. Mm-mm. Echt nicht? Nee. Ich hasse Chihuahua. Es gibt noch kleiner als Chihuahua? Nee, Quatsch, du hast recht. Oh Gott, ich hab mich verlesen. Ich dachte, ach, egal, whatever. Noch kleiner als Chihuahua ist eine Ratte. Ich hasse Akkordlesen. Ich schwör's dir bei Gott. Wie viele Fragen habe ich jetzt richtig beantwortet? Also, du hast jetzt. Zehnmal? Ich glaube, es waren drei oder vier. Fünf, sagt die Regie. Was sagst du? Oktoberfest? Ja. Zwei hat er richtig. Fliegengewicht? Habe ich auch gesagt, Fliegengewicht? Ja. Donald Trump. Donald Trump. Ja, richtig. Hamburg hast du nicht gesagt. Ach, scheiße, wusste ich nicht. Frankreich? Hattest du gesagt, ja. Kiwi wusste ich nicht. Nee. Erinnerung? Ja. Eiffelturm? Ja. Ja, sechs. Und 89, die Mauer. Und Mauer, sieben. Aber du kanntest alle Antworten vorher schon. Sicher? Guck mal, jetzt korrigiert mich die Regie. Regie sagt sechs. Tamam, Baba, sechs. Okay, alles gut, sechs. Tamam, alles gut, sechs. So, jetzt bin ich dran. Ach so. So, ja, jetzt stelle ich euch jetzt die Fragen. Ihr könnt als Team. Alle drei, ne? Als Team auch antworten, ja? Ich stelle euch jetzt die 15 Fragen in 90 Sekunden. Okay. An welchem Körperteil wird ein sogenanntes Labrett-Piercing üblicherweise angebracht? Pfui. Oh. Scheiße. Nein. Nase. Auch nicht das, was du denkst? Ich weiß, was du gedacht hast. Nächste Frage. Auf den Hits welchen Musikers basiert das Musical Ich war noch niemals in New York? Udo Dingsbums? Ja. Ich muss mal, Udo Jüngst. Danke. Das Lied, guck mal, so nett bin ich, ne? Das Lied Wer hat an der Uhr gedreht gehört zu welcher Fernsehserie? Sendung mit der Maus. Oder? Aus welchem Land kommt das Bier Corona? Australien? Mexiko. Jawohl, ich nehme das mal. Ich nehme die Antwort, okay? Okay? Aus welchem Land kommt das Gericht Nasi Goreng? China. Ja, keine Ahnung. War ja klar, dass man das sagt, ist es falsch. Nach wie vielen Ehejahren feiert man die Porzellanhochzeit? Hatte ich noch nicht, weiß ich also nicht. Okay, weiter. Keine Ahnung. Präsident welchen Landes war Nelson Mandela? Komm. Südafrika. Ja. Jo. Konrad Adenauer war? Bundeskanzler. Ja, lass ich gelten. Wer schrieb Faust? Goethe. Jawohl. Wo findet man das limbische System? In Limburg? Oder am Arm, oder? Keine Ahnung. In Limburg? Habt ihr das gehört? In Limburg? Sorry, über Rot fahren, rasen oder gar betrunken Auto fahren. Das gibt Punkte in? Flensburg. Jawohl. Wie? Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 6-6. Heißt aber bei uns, unentschieden heißt, beide müssen drehen. Ach du Scheiße. So, ihr habt ja einen Kapitän ausgesucht, Thomas. Thomas ist. Willst du oder soll ich anfangen? Fang du an. Ich fange an. Okay, bei der größeren Auswahl. Ich fange mal an. So, schauen wir mal. 6-6, kein schlechtes Spiel. So. Oh, das heißt, ich darf mir einen aussuchen, ne? Genau. Ja, ich weiß, ich muss vielleicht nur mal sagen. Guck mal, ey, die Regie, ihr seid so pingelig, ey. Ich nehme die 2.
Oh nee, nicht so viel. Nee, gucken. Hühnersuppe. Das ist so, ey, ich schwöre es dir, ich krieg immer so eine Brühe oder irgendwas mit Tomaten und Sirup und so. Könnt ihr das sehen? Hier, guck mal. Wo ist die Kamera? Da. Guck mal, wieder sowas Ekliges. Seht ihr das? Es sieht aber doof. Ich schwöre es dir, ich krieg immer sowas Ekliges. Immer. Bei, ohne Flachs, entweder Alkohol oder was Ekliges. Ich habe noch nie Wasser bekommen. Oder Milch. So, hau weg, hau weg. Oh. Was war denn drin? Was weiß ich, ey. Darf ich irgend mal so eine? Oh, nun? Steaksoße war das hier, mit Wasser. Oh, ja, so das riecht wie Brühe. Und weißt du, was das Schlimme ist? Oh. Das brennt Minuten später immer noch in der Speiseröhre. Ach, und ja, das habe ich schon die letzten Woche. Und morgen ja, nochmal, ne? Und morgen auch noch, genau. Bitte schön. Ja, hau rein, Thomas. Einmal drehen. Zuerst drehen. Guck mal, was du bekommst. Boah, ist nicht schlecht. Oh, sehr gut, du musst mischen. Was mischen? So, du musst die drei mit einem deiner freien Wahl mischen. Ach, du drei mit? Drei mit vier. So, hast du mal... Digga, ist das dein Ernst? Nee. Was ist denn das? Zweimal Wasser oder was? Bei deinem Glück. Oder ist da wenigstens einmal Alkohol drin? Und? Ist beides was drin. Er ist gleich betrunken, wenn er hier rauskommt. So muss das sein. Hau rein. Leute, Prost, es war nett mit euch. Ich verabschiede mich. Ach so. Was ist denn das? Das ist Alkohol. Okay, was war's? Oh, Tequila mit. Na? Tequila mit. Was war das, Marius? Tequila mit etwas, oder? Wir wissen dich gleich. Ach so, du weißt es gar nicht. Das war beides Tequila. Doppelshot, so muss das sein. Ein Boxorganisator mit Nehmerqualität. Siehst du, so läuft das. So. Wir gehen ab zum letzten Clip des Abends. Aber an dieser Stelle möchte ich mich natürlich bei euch schon bedanken. Corinne, viel Erfolg morgen, ja, ab 15.30 Uhr, seid dabei. Große Freiheit 36, Boxen im Norden. Danke, Thomas. Und dich, meine liebe Sängerin, Eye of the Tiger. Sehen wir mit Eye of the Tiger. Ja. Isabel Suarez, ich freue mich. Ich so. Auch.